Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Rolle Mingmas, und ich heiße schon alle wieder. Herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Schatten des Krieges, die Rekruten. Krosch das Bein tut nun heute gegen Skak, den Knochenbeißer, kämpfen. Mal schauen, wie er gegen ihn performen wird und was er, ob er es schafft, ne? Bis jetzt haben ja alle Rekruten es gut geschafft, gut gemacht sogar. Ich würde jetzt natürlich mal interessieren, wie Krosch das jetzt heute macht. Tötet die Wachen und übernehmt den Ort. Wow. Wie einfallsreich. Er hat ja auch ein paar Kameraden mit dabei. Mal schauen, wie er es heute macht, wie er sich anstellen wird. Die Flamme des Krieges hat natürlich instant Schaden hier bei dem Kamerad gemacht. Skun, Blutschnüffler, ist auch ebenfalls mit am Start und gibt auch guten Schaden ab, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wahnsinn. Aber den, um den es geht, der ist irgendwie nicht so hier. Er ist nicht so am Gemenge beteiligt. Wow. Also hier muss ich gar nicht mit eingreifen, habe ich so das Gefühl. Die machen den hier am Alleingang fertig, die Jungs. Und zack, da gibt es jetzt erstmal Bömske. Alter, das ging aber schnell. Woo! Lass mal rein in die Fresse und zack. Explosion. Kopf, die Flamme des Krieges, holt sich den Sieg. Und... ja, mal schauen. Ne? Wir wollen ja mal gucken, ob das tatsächlich dann auch was wirklich gebracht hat. Ne? Weil uns geht es natürlich in erster Linie darum, dass unsere Uruks natürlich auch stärker werden. Ist immer noch mit Furcht infiziert, Frostfest. Es führt durch seinen Rivalen. Das ist natürlich auch ein Rivalen, aber ansonsten wirklich viel mehr hat er nicht dadurch erhalten. Was ich ein bisschen schade finde. Mal gucken, wie sie sich demnächst schlagen werden, ihr Lieben. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei, macht's gut, eure Lemmingmans. Bis zum nächsten Mal. Ciao.